Okay, heute ist einer der krassesten Sachen passiert, die ich mir niemals hätte vorstellen können in Roblox, aber es ist wirklich das Schlimmste, was hätte passieren können. Das Bekannteste an Roblox, was es gibt, ist einfach weg, okay? Das Bekannteste, so, nicht jeder kennt Roblox, okay? Ich meine, deine Mutter kennt vielleicht kein Roblox, obwohl, wenn du so viel spielst, dann schon. Deine Oma kennt sehr wahrscheinlich kein Roblox. Wenn du sie fragst, was Roblox ist, ist die beste Erklärung, die du geben kannst, das ist Lego. Und dann wird sie wissen ungefähr, was es ist. Und dann sagst du, Lego ist Videospiel, dann wird sie weniger wissen, was es ist. Und dann sagst du, lebendiges Lego, dann hat sie keine Ahnung mehr, was du meinst. Aber jeder kennt eine Sache von Roblox, okay? So, wie nicht jeder kennt Roblox, aber eine Sache von Roblox kennt jeder. Und das ist der Sound, wenn man stirbt. Dieser Uff-Sound. Nun, dieser Uff-Sound ist aus einem Video, okay? Es gab damals ein Video. Ich weiß nicht, ob ich es finde. Nein, finde ich nicht, aber es ist aus irgendeinem Video entnommen worden. Diese Person hat Roblox angezeigt. Ich meine, die Person hätte wahrscheinlich einfach so 5 Millionen oder sowas verlangen können. Aber Roblox dachte sich vielleicht so, okay, dieser Sound ist es uns nicht so wert. Außerdem ist Roblox irgendwie der Meinung, dass alte Sachen eh nicht mehr so wichtig sind und sie deswegen eher neue Sachen bevorzugen. Und dieser Uff-Sound ist halt schon sehr, sehr alt. Ich meine, dieser Sound existiert schon sehr lange. Und ich habe das Gefühl, Roblox hat kein Problem damit, alte Sachen zu entfernen und neue Sachen zur Priorität zu machen. Und so sieht's aus mit dem Uff-Sound. Der Uff-Sound ist weg. Okay, es ist sehr merkwürdig, weil man stirbt schon einige Male in Roblox. Und wenn er weg ist, dann ist es halt irgendwie komisch. Aber sie haben einen Ersatzsound genommen und den hören wir uns an und bewerten ihn von der Skala von 1 bis 10. Und der Uff-Sound war eine 10, logischerweise, okay? Es geht auch über 10, also wenn er besser als 10 ist, gebe ich ihm mehr als 10 Punkte. Wenn er nicht besser als 10 ist, dann gebe ich ihm nicht mehr als 10 Punkte, sondern weniger. Wir werden es bewerten, du kannst auch in den Kommentaren tun, ihn bewerten, den Sound von 1 bis 10. Wenn der normale Uff-Sound eine 10 ist, okay? Zum Vergleich. Also ja, lass uns das mal anhören. Okay, bevor. Das war der alte Sound. Jetzt kommt der neue. Jetzt kommt. Okay. Oh, nee. Oh, ich muss das nochmal anhören. Oh, was ist das? Was ist das? What? Okay, keine Ahnung, was es ist. Es ist aber ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, aber es hat irgendwie, es klingt nicht mal annähernd so wie der alte Uff-Sound. Okay, man könnte denken, okay, dann haben die wenigstens den Uff-Sound so ein bisschen verändert, sodass es nicht mehr gecopyrighted werden kann. Aber anscheinend haben sie das nicht getan. Die haben einfach irgendeinen Sound genommen, der so klingt, als würde ich, als wäre ich kurz vorm Kotzen, okay? Aber ja, das ist der neue Roblox-Sound. Ich meine, es klingt schon sehr schlimm, deswegen von der Skala von 1 bis 10 würde ich ihm tatsächlich... Ich denke, es könnte schlimmer gehen. Deswegen würde ich ihm, ganz ehrlich, ich gebe ihm eine 2. Ich finde ihn echt nicht gut. Wenn ich großzügig bin, würde ich ihm noch eine 3 geben. Aber ich gebe ihm eine 2, weil es einfach dieses gewisse Etwas fehlt einfach, okay? Dieser Wiedererkennungswert. Ich meine, wie klingt das bitte? Okay, warte, ich lasse ihn nur einmal abspielen. So, nach was klingt das? Ich weiß nicht mehr, nach was das klingt, ehrlich gesagt. Aber deswegen spielen wir ein Roblox-Spiel, wo wir ein paar Mal sterben werden, um uns an den neuen Sound zu gewöhnen. Okay, ich habe hier ein Spiel gefunden. Versuche zu sterben. Okay, hier können wir übrigens auch sehen, wenn wir auf Einstellungen gehen. Hier, nicht Lautstärke. Oh, nee. Oh, was? Oh. Oh, ist das schlimm. Okay, das ist merkwürdig. Ich weiß nicht, ob ich mich dann gewöhnen kann. Oh. Schwierig, schwierig. Okay, warte mal. Das Loch. Wir sollen sterben. Okay, Level 1. Okay. Wo ist der Sound? Kein Sound. Das, der Killbrick. Das ist der zweite Weg zu sterben. Oh. Oh, ich weiß nicht. Stufe 3 erreiche es. Hier müssen wir den... Oh, was? Wie soll man das... Okay, jetzt fängt es an, trickier zu werden auf jeden Fall. Weil ich keine Ahnung habe, wie wir es erreichen wollen. What? Ja. Yep. Oh Gott, okay, das ist gerade ein bisschen... Wollen die das wirklich von mir? Gibt es nicht noch einen anderen Weg hier hoch oder so? Oh, man kann es also schaffen. Die haben es irgendwie... Warte, ach so, ich sehe es gerade. Man kann so ein bisschen... Na gut, vielleicht auch nicht. Okay, das ist... Okay, ich verstehe nicht wirklich, wie man das schaffen soll. Bin ich... Oh! Oh mein Gott! Okay, okay. Der Schadenstein. Hier bekommen wir immer mehr Schaden. Je öfter wir ihn berühren, oder wie? Okay. Sehr gut. Sehr gut, dann kenne ich zwar noch nicht den Schadenstein, aber ist okay. Ich meine, ganz ehrlich, ich denke, das kleine Loch, oh Gott. Passe ich da überhaupt rein? Ich habe eine fette Jacke und sowas an. Oh, scheiße. Ich glaube, ich passe da nicht mal rein, oder? What? Hä? Wie hat er das gemacht?
Okay, ich weiß halt nicht, wie er das gemacht hat. Yes! Oh, da gibt es verschiedene Level. Wie viel gibt es da bitte? Crazy. Okay, Schadensschleifer. Wir müssen einfach die ganze Zeit gegenspringen, ne? Okay, das sollte auch machbar sein. Wir haben es jetzt geschafft. Wir wollen uns den Sound nicht entgehen lassen. Okay, da haben wir. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann einfach nicht mehr. Das ist so komisch einfach. Automaten. Eins, oder? Ach, soll ich mich aber dagegen dahinstellen oder was? Oder soll ich eins drücken? Oh, das hat funktioniert. Sehr gut. Finde den Killbrick. Hä? Hey, ach so, das ist in First Person. Ich soll ihn finden. Okay, ich meine, es wird... Oh, ist ja vielleicht... Warte. Wo würde ich ihn verstecken? Ich meine, es sollte ein kleiner roter... nicht schwarzer Stein, aber roter Stein sein. Warte mal, der Typ kommt gerade von hier. Wir können... Oh, hä? Oh, der hat es geschafft. Er muss eigentlich auf der anderen Seite sein, oder? Warte mal. Hier lang. Er muss hier sein. Ja, da ist er. Nein! Es gibt hier nichts. Lol. Willst du mich verarschen? Okay, das ist verwirrend. Ich habe ihn doch gesehen. Er ist wortwörtlich genau hier. Warte. Hier und... oh Gott. Okay, warte. Wir müssen... Habe ich es geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Okay, sehr schön. Der Obby. Wir müssen also ein Obby schaffen, um uns zu töten. Okay, auch ein... Oh, okay, diesmal kann man so spielen. Das ist sehr gut. Kann man das... Wow, okay. Also das wird... Es ist herausfordernd. Man muss hier wirklich einige harte Sachen machen, um zu sterben. Das steht fest. Ich meine, ehrlich gesagt, jetzt, wo ich das so spiele, habe ich mich aber jetzt schon daran gewöhnt an die Sound. Oh, wir haben es geschafft. Sehr schön. Und da war Geld. Verdammt. Das kleine Loch. Oh, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Versuchen, alle hier reinzupassen. Oh mein Gott. Zum Glück ist Roblox so, dass man sich nicht im Weg kommt. Also man kann sich nicht wegschubsen oder so. Wie soll man... Wolltest du mich auf den... Oh mein... Das... Ist es überhaupt möglich? Ist es überhaupt möglich? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Anscheinend ja. Oh mein Gott. Die passen durch. Ich glaub's grad nicht. Okay, kann ich... Kann ich da auch durchpassen, bitte? Okay, probier du es mal. Du bist schlank. Außerdem bist du eine Flau. Okay, Flau passt nicht rein. Wie soll ich da reinpassen, wenn Flau nicht durchpasst? Ich hasse Roblox. Wieso? Oh mein Gott. Okay. Tja. Er ist voll am Ragen. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Ich weiß nicht, wie... Der Spiegel. Achso, soll ich mich in den Spiegel anschauen, dann sterbe ich, oder wie? Oh, ne, die gehen hier hoch? Hä? Warte mal, wie machen die das gerade? Hä? Ach so. Oh mein Gott, ich sehe es gerade. Das ist ein bisschen verrückt. Das ist ein bisschen verrückt. Wir müssen... Ne. Okay, ja. Komm wieder. Wie soll ich da... Ja. Okay, das ist gerade komisch. Hier ist der... Hier irgendwo ist der Box, oder? Ja. Oh mein Gott. Da ist der Box, aber... Wie kommen die... Oh. Okay, warte mal. Wenn das ein Spiegel ist, das heißt, genau hier. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. In die Ecke springen. Und jetzt? Da oben. What? Das ist so kreativ, unglaublich. Hinter der Wand. Okay, Level 12 hinter der Wand. Ah, du meinst... Oh, was? Wie? Ach so, können wir es berühren? Es gibt eine Methode. Okay, warte. Oh mein Gott, ich berühre es doch. Eigentlich, ich würd ganz stark sagen, ich berühre es sogar. Wie hat er das gemacht? Okay, komm schon, das Level würde ich gerne noch schaffen. Oh mein Gott, okay, das ist ein bisschen tricky gerade. Na los, komm schon, das kriegst du hin. Irgendwie, oh, ich habe mich sogar erschreckt. Oh, was? Horrorspiel. Ja. Das ist auf jeden Fall möglich, so zu sterben. Okay, lass mal sehen. Oh Gott. Ganz so dunkel hier auf jeden Fall. Und? Oh, hier ist ein Schlüssel. Okay, okay. Alter, ist echt gruselig. Das gruselt ja das manche Horrorspiele, die ich hier gespielt habe. Okay, wohin? Oh, in den Keller natürlich. Das gehört immer dazu. Ein guter Keller gehört dazu. Wie sterben die dort alle? Was?
Was soll ich machen? Öffnen. Achso. Okay, danke für die Information. Das war ein roter Block, der mich getötet hat. Sehr nice. Okay, mal gucken, ob Level 12 erreiche ich. Ich spiele so lange weiter, bis ich, solange ich weiterkomme. Okay, ich glaube, ich komme nicht mehr weiter. Ich glaube, wir sind stuck, Leute. Ich meine, hier sind viele Leute stuck, so wie es aussieht. Oh, wir können sogar andere Spiele ausblenden, wenn wir wollen. Aber ich lasse sie an, weil ich sehen will, wie die es schaffen. Die haben anscheinend auch keine Ahnung. Vielleicht können wir das verschieben, ja. Man kann das verschieben, aber was bringt das? Eher weniger, oder? Wir können das auch verschieben. Ah, warte, ich habe eine Idee. Wir können... Alter, bin ich ein Genie? Stell dir mal vor, ich bin ein Genie, Leute. Warte. Oh mein Gott, bin ich... Sag mir nicht, dass die anderen da nicht drauf gekommen sind, nur ich. Ich fühle mich da ein bisschen wie so ein richtiger, schlauer Mensch, wisst ihr, was ich meine? Falls das überhaupt so funktioniert. Könnte sein, dass ich komplett falsch denke. Aber wenn das funktioniert, dann bin ich definitiv schlauer als die anderen. Hallo, geh zur Seite. Man kann doch die anderen einfach alle... Oh Gott, ja. Alles klar. Okay, Leute, wie auch immer, das war's für das Video für Mero Blocks. Lasst mal oben da abonnieren, kostet aktiv locker. Bis zum nächsten Video. Bye.